Es ist der 14. August 1972, als eine IL-62, der Interflug, knapp eine halbe Stunde nach dem Start in Berlin auf einem Feld bei Königs Wusterhausen abstürzt. Alle 148 Passagiere und 8 Besatzungsmitglieder kommen bei dem schwersten deutschen Flugunglück ums Leben. Und ich denke manchmal an meine Kollegen und Kolleginnen, vor allem die mit mir auch zu der gleichen Zeit angefangen hatten, so, und überlege man mit ihren Familien, wie das so war. Wenn ich dann denke, allein an die Stewardessen, die immer so lustig waren und mit denen ich erst 3 Tage vorher noch mal zusammen geflogen bin. Und man sagt so nach dem Motto, wir sehen uns Montag wieder und so. Und dann war damals schon hart. Für Pilot Roland Barth aus Weimar ist es jedes Jahr der 2. Geburtstag. Der 87-Jährige, der während seiner Laufbahn 16.000 Flugstunden absolvierte, sollte eigentlich im Cockpit sitzen. Durch einen kurzfristigen Diensttausch trat er den Flug nicht an. Sein Chef steuerte die Unglücksmaschine anstelle von Roland Barth. Und wenn man mich nicht manchmal aufmerksam machen würde, dann denkt man schon gar nicht mehr dran, dass man selber so dankbar sein könnte, diesen unwahrscheinlichen Zufall. Das war ja so vom Heinz Pfaff, dass der diesen Flug getauscht hat. Und bloß deswegen, weil er an dem Früh rechtzeitig zu einem Meeting musste. Die IL-62 galt als modernes, zuverlässiges Langstreckenflugzeug. Erst 2 Jahre zuvor war sie feierlich in Dienst gestellt worden. Am besagten Tag sollte sie Urlauber nach Bulgarien in die Sonne fliegen. Doch es kommt anders. Kurz nach dem Start gibt es Probleme mit dem Leitwerk. Der Pilot entscheidet sich zur Umkehr nach Schönefeld. Zu diesem Zeitpunkt herrscht unter den Passagieren noch Urlaubsstimmung. Untersuchungen werden später ergeben, dass sich im hinteren Frachtraum aus einem Kurzschluss erst Lichtbögen und später ein Feuer entwickeln. Die Besatzung ahnt davon im Cockpit nichts. In der Folge ist die Hitzeentwicklung so stark, dass das Leitwerk abreißt. Die Besatzung hat keine Chance, die Maschine zu retten. Ich habe mich gleich aufs Fahrrad geschwungen, bin dann rausgefahren zum Flughafen. Das waren ca. 3 Kilometer und kam draußen hin und merkte schon anhand, natürlich, wie die Situation lief, diese Spannung und Aufgeregtheit. Das Unerklärliche, was das passiert ist, dass das mit einer Maschine, die nagelneu war. 1986 fliegt Roland Barth zum letzten Mal und geht danach in den Ruhestand. In über 30 Dienstjahren hat er einige Notsituationen miterlebt, aber an den 14. August 1972 wird er sich immer wieder zurückerinnern.